Wir kommen jetzt zum nächsten Redner. Für die SPD-Fraktion spricht Kollege Dulich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich die Rede von Herrn Herbst gehört habe, war das ja so der Versuch. Aber es geht doch darum, den Unterschied nochmal deutlich zu machen. Der Unterschied ist eben nicht, meiner Meinung nach, ob Gespräche exklusiv angeboten wurden, sondern es geht darum, inwieweit diese Exklusivität verbunden mit einem Amt zusätzlich einen Geldwert hat. Dass ich sozusagen das Bild des Ministerpräsidenten mit einem höheren Geldwert versehe, als wenn ich allgemein in einer Ausschreibung sage, ich spreche dort mit den und den. Das ist der große Unterschied. Und aus diesem Unterschied kommen Sie nicht raus, weil das ist der eigentliche Konflikt. Das ist der eigentliche Konflikt. Und ich bin dankbar, dass es nochmal auf den Punkt gebracht wurde. Es geht um den Umgang mit dieser Situation. Also Sie können uns nun nicht vorwerfen, dass wir etwas verschleiert haben. Wir haben komplett alles offengelegt. Und selbst wenn dabei deutlich geworden ist, dass auch in unserem Angebot drin steht, dass wir exklusive Gespräche vermitteln, ohne dass da ein Geldwert dahinter steht, haben wir klargemacht, wir haben alle Verträge öffentlich gemacht, dass kein Cent geflossen ist und dass eben nicht unsere Leute vermietet wurden. Und es macht vor allem die Diskussion deshalb so schwierig, weil wir gestern über Kürzungen gesprochen haben, konfrontiert sind mit Einsparmaßnahmen und in Vorbereitung des neuen Haushaltes. Das heißt, auf der einen Seite diskutieren wir über Geld, über den sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft, Stichwort gestern die Kürzungen. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn es um die eigenen Interessen geht, eine Intransparenz da und eben der Eindruck vorhanden, es geht um das eigene, wenn es ums eigene Geld geht, da ist man schneller dabei. Zynisch könnte man sagen, hätten die Demonstranten gestern jeder einen Euro in die Büchse gelegt, wäre vielleicht der Ministerpräsident rausgekommen, mit denen zu reden. Das hilft nur an dieser Stelle leider nicht viel. Es bleibt aber nochmal dabei. Die Sponsoring-Frage, die der Denkfabrik, ist doch nur der Anlass, darüber zu reden, was wirklich hier für eine demokratische Kultur in diesem Land vorhanden ist. Und dass die CDU versucht, weiterhin sich als Staatspartei hier zu suggerieren, haben wir doch auch im Wahlkampf erlebt. Da gab es dann aus der Staatskanzlei heraus die Nachfrage, zumindest bei einem Landratsamt per Mail, welche Volksfeste denn in nächster Zeit anstehen. Da war doch auch der Versuch da, aus Volksfesten CDU-Wahlveranstaltungen zu machen. Im Nachhinein war das sicherlich alles nur ein Missverständnis, aber das stelle ich jetzt mal unter den parteipolitischen Mentalvorbehalt. Für die SPD-Fraktion sprach Kollege Dulich.